Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part South Park Stick of Truth. Beim letzten Mal haben wir hier die Klinik ein bisschen geklärt und den Fötus ein bisschen fertig gemacht. Ja. Dann würde ich mal gucken, ob wir mal langsam hier weiterkommen. Den lege ich mich nicht an, weil ich habe beim letzten Mal schon Level 15 erreicht, deshalb brauche ich da nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Mädchen zurück und gucken mal, Hello, new kid. Was sie nun von uns wollen. Schönen Tag. Schönen Tag. The girls want to thank you for your help. All right then, let's go. You know the drill. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich noch tun könnte. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. Yeah. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Als ob ein Deutscher mit einem Franzosen zusammenarbeitet. Also das ist ja schon mal komplett lächerlich hier. Das ist total unrealistisch. Sparisch mit den Jungens. Ach, ich gehe auch gleich mal hier hin. Meinem Rüstig. Nothing ever happens in this one horse town. Ja. Except for hippie infestations. Ja, echt. Ja, echt, passiert gar nichts. Rüsten wir hier mal auf. Weil Machttränke hätte ich schon recht gerne voll. So. Ja, komm, mal ein Trank. Braucht eh keinen Schwanz. So, dann würde ich schon sagen, gehe ich mal zurück. Und so. Ja. Was ihr da oben sieht, das ist einfach nur erzählen, das mache ich dann im Gegenzug zu dem, was jetzt bald kommt. Weil wo in der Nähe von Amerika spricht man Französisch? Commander Douchebag, you were supposed to recruit the... Wir werden es jetzt erfahren. What's this? Council, gather round! This must be something the new kid needs our help with! Thank bams on Sobi Unan Bugsum... What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's yeah. written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Oh, ich weiß nicht, ob das... Also, das ist schon schwierig so, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich mir den Weg merken kann. Ne, geht ja gar nicht. Egal. Wir gehen mal hier ins Foto-Dojo. Das aussieht wie eine Kamera. Was mir erst beim dritten Mal durchspielen aufgefallen ist. Richtig bitter. Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Ja, da hinten Randy mit seinem geilen... Step between the lights, please. Coach Haufen da mit Step between the lights, please. Ja, bitch doch. That's great. Okay, smile. So. Oh, do you have anything else you could wear? Did you try something else on? No, tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Das ist aber mega geil. Ja, okay. Komm, yeah, that's gonna work better. Here we go. Ja, das schon sagt, aber pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off. Genau. Genau. Okay, that's good. Really nice. Ansonsten dauert das Yes, very nice. How about we lose the underwear? You're six
You'll never take me alive! Ah, shit! Alive. So, was machen wir? Was ist denn am besten für Pädophilen? Richtig, Ismael. Ja, wurdest ein bisschen beschnitten. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Vollidiot. I wasn't that innocent. You did it your best shot, and that's all Jesus asks of you. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Yay! Kann ich mich jetzt bewegen, oder? Gibt's schon was? Dankeschön. Was hat denn? Okay, Bullshit. Ich schaue meine Rüstung wieder an. Congrats, kid, you have your first passport. Okay, und dann kommt unsere nächste Aufgabe. Ja. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ihr kennt es ja. Da wird man einfach mal so gestört. Aber kann ja passieren. Schade, dass ich die Musik nicht weiter genießen kann. Nein. Ach du, deine Mutter ist ein Bordsteinkick. Aber Batas, du bist echt scheiße, weißt du das? So. Ach du Liebe! So. Die verbluten. Scheiße! So. I'm sorry. Autsch! Ja, dann sterb halt noch dreimal. Ach du Liebe! Ganz ehrlich, ich belebe dich nicht nochmal wieder. So, der wird sterben. Scheiße! So. Ach du Liebe! Ich glaube, ich sterb jetzt. Autsch! Scheiße, hoffentlich überlebe ich das. Ach du Liebe! Scheiße! Okay, das war Knäppkes. Ich glaube, da gönnen wir uns mal hier einen Trank. Ne? Ja, komm. So. Trank vor allem. Wieso ist der nicht tot? Wieso? Ja. Mein Gott! So. Kannst mal verbluten jetzt. Mein Unleben! Dankeschön. So, Batas, dich wechsle ich jetzt aus. Du bist der schlechteste Begleiter, den ich je gesehen habe, Alter. Stirb dir dreimal pro... Stirb dir dreimal pro Kampf. Ja, komm, Stan, du bist der Geister. I think we should go that way. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, Mann. Nerv nicht. No, you see? No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. All right, oh, I block you. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Oh, I did it, Canada. Ja, der wusste aber mal, ob sie steht. There we go. Yay,
Und hier, Vogel, extra für dich. Viel Spaß. Das müsste dein liebster Part jetzt sein, wa? Ja, ich kenne dich doch, du Sau. Das ist dein. Den Part willst du sehen, ne? Ja. Ich würde jetzt gerne einfach den Part beenden, nur um euch alle zu trollen. Aber dann wäre der Part viel zu kurz und deshalb mache ich das nicht. Aber ich habe dran gedacht. Ihr solltet froh sein, dass es so gut mir, dass ich heute so gut erzählen kann. Geil. Ja, erstmal weitermachen. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Das sagt er auch jedes Mal aus. Ich verkaufe einfach mal all mein Zeug. Total Schrott ist. Aber so einfach ist das hier nicht. So. Ja, komm. Braucht doch keiner. Den kann ich verkaufen. Den. Der ist eigentlich gut. Ja, komm, den verkaufe ich auch. Ja. Ja, die Nationalhymne in 8 oder 16 Bit, kann ich jetzt da ja gar nicht sagen. Das ist natürlich besteht für den Schuss, aber ich glaube, es sind 16. LOL, 141. What the fuck, Alter. Hat der irgendwas Cooles? Nein. Ja, gut. Welcome to the Ottawa Clinic. Your health is fully restored and your HIV ja, test komm, is negative. Mach mal einen AIDS-Test hier. Geil. Welcome to the Bank of Canada. Oho, American money. The current exchange rate is... Welcome to the Bank of Canada. Oho, American... So. Dann sollte ich auch Geld haben. Dann gehen Sorry, wir hier ins Castle. Talking to the prince is the best part of the tour. Da. Or the candelabras, depending on where you're into. Ja. Hängt natürlich immer noch dran, wo man ist. It's a self-guided tour. You're gonna have to figure it out on your own. Geil. Oh, hell, the Prince and Princess of Canada! Hell, yeah! Im königlichen Schloss. Yeah. Ich will mehr Scherben. The audio tour is narrated by... Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone oh, Junge, who passed the guard at Great Border. You must have beaten the odds and obtained a passport. Ja. I am the Prince of Canada. This is my lovely wife. Krass, was? How can I help you? Yeah. What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. Muss man Sebastian he can nicht tell you wissen. Where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves. They're wolves, but they are dire. Heepish. The princess queen twice when she met you. That is a great honor. Canada fan shop. Kennst du nicht? Hold it right now! Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7? Alright, there you go. You can exit right through there. Everybody.
Ich weiß nicht, wofür die da sind. Die sind bestimmt... Das ist ein Quest-Gegenstand. Die sind bestimmt für eine Quest, aber ich weiß nicht... You'll find the Earl of Winnipeg. I've never been to Banff, have you? It's so very far away. Gut, dann nicht. Come on, guys. Egal, muss man nachgucken. Ziemlich am Sack. Ja, komm, hau nochmal klein rein. Da haben wir mal ein bisschen Parken raus. Komm, schneller, schneller! Ah, komm, einen Hit hätte ich noch gern gehabt. Ach so, funktioniert das ja dann. So. Ja, wusste ich schon. Was viele Leute gar nicht wissen, das funktioniert wirklich so. Also, in Kanada ist ein riesiges Pixel-Art, wo Kanada drauf, Welcome to Canada drauf steht. Da sieht man aus dem Weltall raus, das, also... Das ist schon faszinierend, weil es so ein Schatz. Ich weiß, ihr hört mich fast, aber das steht doch genauso drauf. Okay, ist glaube ich scheißegal, wie schnell ich bin. Okay, wie genau da geht das? Got him. I expected better. Irgendwie mache ich da was falsch, aber ich habe noch gar keinen. Also entweder bin ich dumm oder ich habe einfach noch gar keinen Finalhieb gesehen. Aber egal. Ich bin da oben. Ey, ich will den angreifen, das klappt einfach nicht. Arabische Begrüßung. Kannst du nicht bei mir irgendwie zu langsam denn blocken? Komm, bevor ich die Marsch die ganze Zeit nicht. So die ganze Person kam. Ich habe schon eine Location ausgedacht. Okay, das macht dick Schaden jetzt. Geil. Ich verstehe es nicht. A und D ganz schnell habe ich gemacht, aber da kam irgendwie nichts zum Finalschlag. Ich musste links klicken drücken, damit der überhaupt schlägt. Egal, dieses Spiel ist unergründlich und so. Oh, ja gut. Dann würde ich meine hier. Ja, wisst ihr, der Schwanz einer Spinne ist immer vorne am Bein. Wusstet ihr nicht? Ja, ihr seid einfach kein richtiger Biologe. Ihr seid halt nicht so cool wie die Softbank-Macher wenigstens. Ja gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ja,